Angriff auf das Fort! Hey, Vor! Hat dir mein Geschenk in Kantwareburg gefallen? Heute stirbst du, Volke! Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst und wir das unter uns klären! Wir haben nichts zu klären! Einfach egoistisch. Stirb okay. Vor diesen Mauern, wenn du willst! Ja, du stirbst, soll alle deine Leute sterben. Keine Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten! Dann komm! Hol deinen Bruder, wenn du kannst. Ich warte bei ihm. Folge einfach seinen Schmerzensschreien. Dann wirst du uns finden. Volke! Was ist mit der? Da eine Klatsche. Wie werden die Skalden wohl von diesem Tag berichten? Sie werden sagen, dass wir eine so blutrünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt. Dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern. Denn heute werden unsere Namen zu Legenden. Ich werde dich retten, Bruder. Ziemlich wenig Leute, ne? Okay, ist so. Ah, ist da. So ja. Viele Schlachten, so wenige. Schieb mal bis dahin. Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Aha. Die einfachsten Ideen sind die besten. Mach den Weg frei! Reißen wir das Bollwerk ein! So, ja, warte. Feuer! Seid ihr zu blöd dafür? Komm mal her! Denen zeigen wir's! Vorsicht! Eile! Stell dich, Volke! Deine Feigheit beschäftigt! Freie Beschuss! Verflucht seid du! Alter! Achtung, Pfeile! In Deckung! Die machen unseren Rambock voll am Arsch! Aufpassen! Noch ein Bollwerk! Wir müssen es einreißen! Das ist ein anderer, ne? Feihagel! Achtung! So. Durchbrecht das Tor und passt auf das Öl auf! Mutig voran, Krieger! Mögen sich die Raben! Mist! Mist! Öl! Schilde! Komm mal! Durchmach! Mutig voran, Krieger! Mögen sich die Raben an Sachsenfleisch laben! Mal! Ja. Sei vorsichtig, Volksmann! Wieso kann ich nichts machen? Deckung! Achtung, Pfeile! Hey! Ich, doch ich brenne! Sei vorsichtig, Volksmann! Du bist Sigurds letzte Hoffnung! Null. Feinde!
Achtung, das Öl! Kommt nicht da hoch. Wo ist der Pisser? Viel zu viel, ey. Aha. Drecksack. Halbe Schuss! Komm jetzt. Los jetzt! Aha. Ah. Jetzt check ich das. Fast geschafft! Attacke, endlich! Bollwerke, okay. Geduld. So. Attacke, Junge! Du bist tot, ist die Sau zu fallen. Aufpassen! Das Tor müssen wir aufmachen. Wie? Kämpft weiter, Männer! Ich werde mich um das Tor kümmern! Sein diese Sachsen! Ich ebne einen Weg! Sie können uns nicht aufhalten! Macht eure Ahnen stolz! Bücher ist kaputt. Von der anderen Seite war. So bin ich ja immer Feuer. Die Feste ist in Sicht. Wir müssen uns den Weg frei kämpfen. Du wirst dich Würmer nähren.
Ich fühle mich schon stärker. Nicht töten sollen, als du die Gelegenheit hattest. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Da kommen alle! So. Oh nein! Was ist das denn? Achtung, Pfeile! Leiche! Pfeile, stirb! Ich bin den Wund zu fallen! Gott, das tut er nicht! Keine Ahnung, der jetzt runterspringen muss. Du hast den Pfeil. Den Pfeil, genau. Danke. Hilf mir. Sächsischen Hunde sind nordischen Stahl nicht gewachsen. Na, kommt, Männer. Auf, auf. Reiter, Jungs, Reiter. Sigurd muss in der Nähe sein. Die Treppe hinauf. Kann die denn so schnell sein, Mensch, Leute? Übertreibt doch mal, Jungs. Bitch-Mama ist da echt kaputt! Hm? Was war denn jetzt auf dem Tier? Ich hol mir deinen Kopf! Naja! Ah, bin ich hier schon! Mehr Treffer überlebe ich nicht! Ich auch nicht! Hilf mir bitte! Hilf mir, Basim! Hilf mir, ich sterbe! Basim? Kommst du? Okay. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Volk ihn gebracht? Ist das eine Vor... Eine kleine Vor, ne? Der macht noch langsamer. Ist das Sigurds Blut? Noch frisch. Sigurd, jeden Teil deiner Folter wird Volke zehnfach erleiden. Ohne Dingens? Junge, die ist nur am Abhauen. Die Kirche. Dorthin muss Volke ihn gebracht haben. Warte mal. Komm, Basim. Stell dich, Volke. Deine Feigheit beschämt dich. Schieß jetzt ab. Nein, ja, jetzt ab, Jungs! Aber im Bett! Die Waffe gehört mir! Tschö! Kein Bock auf dich! Einfach so irgendwie. Tor verleiht mir Kraft! Wo? Oh. Diese Tür erfordert die Kraft von Zweien! Hey, komm mal kurz her! Na, Basim. Was? Volke!
Alter. Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Was hat ihn bitte mitgeschleppt? Der hat ja nichts. Nein! Nein! Bruder! Bruder! Außer Abhauen kann ich nichts, ne? Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück. Ich verspreche. Das sah nice aus. Ich liebe diese Rüstung, ne? Die ist so geil. Wo ist die? Wo ist die Schnipfe? Die ist nur am Abhauen, die Alte. Kann die auch was anderes außer abhauen? Ich glaube, die kann gar nicht kämpfen, oder? Sagte der und wertet sich gerade jetzt auf. Ich bin da mal um 6 Stück. Ah, wir haben hier überall neue Sachen. Leck mich am Arsch. Ich komme hier nicht nach. Was haben wir denn hier unten? Spurenbeseitigung. Hey, wer bringt das? Naja, egal. Ich wollte hier die Ecke, ne? Ein bisschen mehr machen. Ah, die ist ja die Bogenschützerin, ne? Und das hier. Kopfschutz auch gut. Bringt das Löwen. Ja, hier. Habe schon, achso. So. Das dürfte eigentlich so in Ordnung sein. So. Ey! Bosskampf. Du verkriechst dich vor mir wie eine Ratte im Dunkeln, Fulke! Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier! Unsere Sprache ist der Tod! Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Klar, du hast auch meinen Bruder gerade. Ich brauche nichts von dir. Es endet hier. Schade, jemanden mit so viel Potenzial zu töten. Wo bleiben deine schlauen Worte, Paladin? Wenn du deine Augen nicht ins Licht führst, begrabe ich dich im Dunkeln. Du kannst also doch kämpfen. Du mischst dich ein, obwohl du nichts verstehst. Das ist ja ein Flammenschwert, wa? Sehe ich schon. Oder? Wow. Ich hab den hier noch frei hatte. Ja, was ist das Dicht denn jetzt wieder an? Okay. Du bist Sigurd ähnlicher, als du denkst. Schon immer diese Attacke, ne? Aber wie, die ist irgendwie cool. Oh. Willst du etwa nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor? Alles können wir woanders klären. Alles, was du sprichst, ist Irrsinn. Ist schon wo. Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn, wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten. Ja, und deswegen hast du auch den entkrüppelt oder was? Doofe Kuh. Fulke! Verdammt seist du! Ach nee, ist nicht wie abhauen. Ach man, ey, die ist doch bescheuert. Fulke! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Denn?
Ah, warte mal, da ist noch was. Rührt sie nicht an! Sie gehört mir. Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Und ein Kreuz, ja. Keine Ahnung, ob du ein Kreuz jetzt hast. Find sich damit cool. Kreuz am Rücken. Du kannst mein Fleisch verwunden, aber meine Taten werden ewig leben. Ah, das denkst aber nur du. Die Fresse. Renne deiner Hölle! Du verstehst nicht, Eivor. Ich reiß dir das Herz aus! Hey. Sie hat ihn gerettet! Tiere sind wir. Wie? Spucke und Kotze. Scheiße und Dreck. Sigurd ist so viel mehr. Ich gab ihm das Verständnis. Die Gabe. Du gabst ihm Schmerz! Ja! Um ihn zu erwecken. Der Schmerz war nötig, ihn zu befreien. Sehet seine dunkle Schönheit. Die Schönheit des Göttlichen. Was hat sie aus ihm gemacht? Was hat sie aus ihm gemacht? Sie hat das Größte vollbracht, das Menschen je schaffen. Boah, der Typ, ne? Der. Und du, Eivor, du musst all das fortführen. Sigurd. Boah, dieser Odin, ne? Der ist auch irgendwie. Ist er böse? Kann das sein? Sag mich, das ist der Haupt. Ich kann gehen. Lass mich gehen. Sigurd. Ach, der hat noch Beine, okay. Eivor. Das sah ihm aus, als ob der keine Beine hätte. Ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen, wütender. Was hat sie dir getan? Eivor! Wir haben sie so lange es ging aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Bogenschützen, los! Was? Okay. Das ist direkt vor meiner Nase. Ja, nee, ist klar. Das übertreibt doch direkt was. Bleib bei mir, Ober. Wir bezwingen sie. Nicht den Kopf verlieren, Soma! Bloß nicht nachlässig werden! Ein letztes Mal! Schlagt sie zurück! Wer ist ein Tor? Es ist noch nicht vorbei! Ich mähe dich nieder! Jetzt nicht nachlassen, Krieger! Für Odin und für den Ruhm! Sehr gut. Ah, jo.
ja schon kein Überblick mehr. Ja, okay, ich seh's gut. Ah, der ist auch. Da. Was jetzt? Ah, wir haben es geschafft. Nice. Haben wir die Saga abgeschlossen oder so, erstmal die Festung erobert, ne? Genau. Podcaster abgeschlossen. Ah ja, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Ah ja, mal gucken wir danach. Waren das jetzt alle? Wir haben sie vorerst zurückgedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Meine Fans! Meine Fans! Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit den Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Opa. Bis wir uns wiedersehen. Sturm der Mauer. Eine Sache wäre da noch. Warum redest du noch mit mir? Genug der Verabschiedung. Geh zu Sigurd. Ja. Auf bald, Opa. Eine Sache wäre da noch. Jalskunasoma. Wir haben wohl gewonnen. Ein großer Sieg. Abgeschlossen. Nicht einmal diese Mauern konnten uns aufhalten. Dieses Land wird bald unser sein. Was wird aus dir? Ober und ich ziehen gen Westen und treiben die Sachsen vor uns her. Elfred wird seine Krone bald verlieren. Hoffentlich sehen wir uns dort alle wieder. Das wäre schön. Okay, dann bin ich schon mit dem einen noch, aber gleich pflücken. So, dann wer ist das da? Ach, der Priester. Na, wie hat dir das Kämpfen geschmeckt? Es war wirklich erheiternd. Ich fühle mich wie in jungen Jahren. Hättet ihr diese Truppen nicht aufgehalten, wären wir kaum erfolgreich gewesen. Du bist kühn für einen Priester. Unterschätze die Geistlichen nicht. Wir übergeben unser Leben einem Gott, den wir nicht sehen können. Das ist das Kühnste überhaupt. Hm. Noch jemand, mit dem er reden kann? Ich glaub nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, hatte ich mir überlegt, ich mache die Bosskämpfe, schon die Bosskämpfe jetzt alle nach, bis wo es nicht mehr geht. Ich glaube, hier ist alles abgeschlossen. Reichtum, wo haben wir hier noch Reichtum? Ach, da oben. Ja, die zwei könnte ich offline machen. Hier ist 160. Ich will ja... Ja, okay, der erste wäre dort hinten. Ja, hier müssen wir auch diese Gabe machen, ne? Flusswels, ja, gut. Angel ist nicht so mein Ding. Deswegen lasse ich das einig. Ich würde sagen, wir machen den hier. Ja. Und dann gehen wir hier in 55er Gebiet. Also, ich ziehe mir jetzt die alte Montur an und dann auf in den Kampf. So, da bin ich wieder. Eigentlich müssten wir die ja dermaßen kalt machen können. In einem 20er Gebiet, wohlgemerkt. Welche Schlacht spielt dich aus? Kann man es nicht überspringen? Das haben wir ja schon ewig. Ewig gesehen. Schuldigen suchen nach Bond. War unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Die alte Imatu passt nur zu dem. Aller Liebe. Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt dich? So, das ist die Schwester, glaube ich.
Die Gunwheel. Ich folge keinem König. Gunwheel. Und auch vor dir knie ich nicht. Bleib weg! Belshader, vervielfach dich! Ich bin eine. Welch List ist das? Bleib weg! Genau, Ausdauer! Ich krieg die Kotze! Grausames Weib! Hätte mich getroffen. Das heißt, keine Ausdauer mehr. Aber schon. Bleib weg! Gut gemacht, Krieger. So lange Zeit. Ja, genau, mit der Titte. Nun hält mich nichts mehr zurück. Muss ich dir die Augen nehmen? So tue ich es. Hallo. Du schnitzt mich nicht an. Warte, geh mir auf den Sack, ey, da nehm ich den Pein. Aber der ist voll am Arsch. Bleib weg! So krank, ne? Kannst du eine Pause machen? Okay. So viel dazu. Ich muss nochmal nachholen. Das wird bestimmt easy. In einem 20er Gebiet. Bei 260. Ah, oder 72 sind wir jetzt. Ich mach die zum Schluss, ohne Witz. Das habe ich schon letztes Mal auch gesagt, aber... Oder gar nicht. Kann man auch gar nicht machen. Ich finde die so ätzend. Ich finde die so ätzend. Ja, ich weiß auch nicht mal, ob ich das überhaupt... ...in der Aufnahme lassen. Alter Schwede. Haben wir jetzt nur noch... Wie Heilkreise haben wir jetzt eigentlich? Ja.
Ja, ich glaube, ich mache ein bisschen Offline-mäßiges. Dann werden wir irgendwann mal hier mit denen reden. Was war das hier eigentlich? Hey. Ich meine hier mal generell gar nichts. Wir können das mal gucken, was das ist. Hier? Ist hier jemand? Hm, Fetzen und Lumpen. Für die Ratten. Hm. Hart wie Stein. Und dieser Gestank. Du! Untersteh dich! Kulans Thron gehört nur dem einzig wahren Dornenkönig. Dieser Thron aus Schlamm und Jauche? Damit bist du wohl der Herr von Schiedwick. Du beleidigst die tapferen und kühnen Recken von... Von Schiedwick, ja. Ich kenne Leute wie euch. Unverschämte Diesel! Tötet den Thronräuber! Wenn ich den Kopf, niemand entweiht diesen heiligen Thron und kommt ungestraft davon! Das Essen wird kalt. Wir müssen ja sterben. Lass ihn nicht entkommen! Einer greift diesen heiligen Thron und kommt ungestraft davon! Lass ihn nicht entkommen! Niemand entweiht diesen heiligen Thron und kommt ungestraft davon! Narren im Dienst eines abwesenden Königs. Erbärmlich. Deshalb braucht eine Drachenkrone. Cool, König von Seafeed. Ja gut, es war jetzt gerade hier in der Nähe, also genau am Aussichtspunkt, den Schein hatte, keine Ahnung warum. Ich werde die zwei goldenen Dinger offline nehmen. Dann werde ich... Mal schauen, was machen.